Jetzt geht's weiter im Wettbewerb. Und zwar mit der Frau, die Ende August unseren Pokal in Düsseldorf geholt hat. Der Slam fand während des Journalismusfestivals Campfire statt, in einem Zirkuszelt vor dem Landtag meiner schönen Heimat Nordrhein-Westfalen. Die Stimmung im Zelt war bestens, anders als draußen im gesamten Land. Denn wenige Tage vorher war es in Chemnitz zu einer tödlichen Messerattacke gekommen. Daraufhin demonstrierten Rechte in der Stadt, zeigten den Hitlergruß und alle sahen Videos von Hetzjagden, nur nicht der Chef des Verfassungsschutzes. Und in dieser schwierigen Zeit trat also nun die freie Journalistin auf die Bühne und erzählte von ihrem Podcast, der plötzlich eine traurige Aktualität erhalten hatte. Das Thema ist also eigentlich gar nicht lustig, aber sie selber ist es. Hier ist für Sie Nora Hespers. Hallo, guten Abend. Oh mein Gott, es sind sehr viele. Ich habe einen Podcast und einen Blog und schreibe darin über das Leben meines Großvaters. Das ist er, Theodor Maria Hespers. Und die Geschichte heißt, wenn die Geschichte dreimal anklopft. Denn um wirklich zu verstehen, was das eigentlich für eine Geschichte ist, die ich da vor mir habe, musste sie mir dreimal kräftig vors Schienbein treten. Und zum ersten Mal, wo sie mir vors Schienbein getreten hat, nehme ich sie jetzt einfach mit. Die Realsatire an der Nummer bin übrigens ich. Ja, also die Geschichte ist nicht so lustig, aber ich bin von Sternzeichen Trottel, deswegen ist das dann doch ein bisschen komisch. Und zwar, ich stelle Ihnen die erstmal eben kurz vor, diese Familie. Das ist mein Großvater, Theodor Franz Maria Hespers, meine Oma links. Und der kleine Klops da in der Mitte ist eines der vielen Frühchen, die damals geboren wurden. Das lief ja dann so, geheiratet, 8 Monate später, ups, ist ein Frühchen. So, eins davon, wie man auch deutlich sieht, finde ich, also 6, 7 Monate alt das Kind, sieht wirklich schwer nach Frühchen aus. Das war im Sommer 1931 in einem Garten in Mönchengladbach und da war die Welt noch relativ in Ordnung, muss man sagen, weil mein Großvater war nicht nur Katholik, der war freikirchlich organisiert und auch ein Kirchenkritiker und ein großer Kritiker der NSDAP. Das hat er auch relativ deutlich gemacht, indem er auf Veranstaltungen der NSDAP gegangen ist und dort Gegenrede gehalten hat. Das hat mitunter damit geendet, dass diese Auseinandersetzungen mit Fäusten ausgetragen wurden und er dann mit einer blutigen Nase nach Hause kam. Nach dem Reichstagsbrand 1933 war das dann auch vorbei. Mein Großvater hatte sich für die Arbeiter- und Bauernpartei in Mönchengladbach aufstellen lassen, für die Stadtverordnetenwahl. Und damit war klar, das, was er gemacht hatte, war illegal. Er musste aus dem Land und ist von Mönchengladbach nach Holland geflohen. Hat seine Familie, also mein Vater damals 2 Jahre alt und meine Oma, zu sich nach Holland geholt, hat von da weiter im Widerstand gearbeitet. Ab 1937 hat er dann von da eine Widerstandszeitschrift nicht nur publiziert, sondern auch von da wieder nach Deutschland geschmuggelt und die wurde dann in Deutschland gelesen. Das fanden die Nazis uncool, muss man sagen, bis ziemlich scheiße. Die haben diese Widerstandszeitschrift natürlich verboten und mein Großvater sozusagen erstmal die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt. Und es war auch klar, wenn der jemals wieder zurück nach Deutschland kommt, dann wird er da vor den Volksgerichtshof gestellt. Angeklagt wegen Hochverrat und das Todesurteil war ihm so gut wie sicher, auch durch einige Artikel, die er da geschrieben hat. 1942 haben sie ihn dann tatsächlich gekriegt, die Gestapo hat ihn in Antwerpen, sie waren inzwischen nach Belgien geflohen, aufgegriffen, hat ihn ins Reichssicherheitshauptamt gebracht, das ist hier in Berlin, um die Ecke, da wo die Topografie des Terrors ist und nur 12 Kilometer von diesem Ort, an dem wir heute sind, ist er am 9. September 1943 in Berlin-Plötzensee am Galgen erhängt worden, zusammen mit weit über 200 anderen politischen Gefangenen in den Blutnächten von Plötzensee. Das ist die nicht so lustige Geschichte. Und das war auch alles, was ich damals kannte an Geschichten, weil mein Vater hat das Ganze überlebt, meine Oma auch, aber mein Vater hat das Ganze überlebt und er hat sehr, sehr viel davon erzählt. Jetzt muss man sagen, man ist sehr jung und das Ganze klingt nach Opa erzählt vom Krieg. Ich weiß nicht, wer das in der Familie hatte, man hört da so latent zu, aber eigentlich interessiert einen das nicht richtig. Um das kurz einzuordnen, dass mein Vater und als das Bild entstanden ist, 1931, war meine Oma mütterlicherseits noch nicht geboren. Die ist nämlich von 1932. So, also ne, das ist wirklich ein sehr, sehr großer Altersunterschied, über den wir da reden. Und deswegen hat mich die Geschichte
ja, nicht so richtig interessiert, weil ich habe ja keinen Opa verloren, der war ja nie da, den habe ich ja nie kennengelernt. Deswegen ist das eine Geschichte, die, von der ich dachte, die hat mit mir persönlich nichts zu tun. Und dann kommt ein regennasser Tag im Oktober und ich renne diesen Flur herunter. Das ist ein Redaktionsflur im Deutschlandfunk in Köln. Ich mache das mal ein bisschen schöner. So, jetzt passt es auch in die Geschichte. Ich bin wie immer ein bisschen zu spät. Ich bin gerne ein bisschen zu spät. Ich habe sehr viel zu tun. Ich fahre mit dem Fahrrad. Das schafft man alles nicht pünktlich. Und von hinten, von diesem kleinen hellen Punkt, komme ich also diesen Flur runtergestürmt, um wirklich pünktlich, einigermaßen pünktlich, noch an meinem Arbeitsplatz zu erscheinen. Und dann geht eine dieser Türen auf. Daraus tritt ein Kollege von mir, Matthias von Hellfeld. Vielleicht hören einige den Podcast Eine Stunde History. Das ist der Mann, der fast das Bernsteinzimmer entdeckt hätte. Der tritt aus dieser Tür aus und ist wirklich deutlich älter als ich, sieht mich und sagt freudig erregt, Nora, wir haben da was gemeinsam. Und ich bleibe stehen und werfe ihm ungefähr diesen Blick zu. So wie wenn man in der Kneipe angesprochen wird von dem Typen, der am besoffensten ist und man so denkt, so, bitte, willst du von mir? Und er sagt diesen Satz und sagt, Nora, wir haben da was gemeinsam. Ich habe über deinen Großvater promoviert. Ich so, bitte? Ja, ich habe über deinen Großvater promoviert. Man muss sagen, zu dem Zeitpunkt haben wir schon 3 Jahre lang in einer Redaktion gesessen und er hat mir das nie gesagt. Einfach, weil er dachte, ich bin viel zu jung, um eine direkte Nachfahrin zu sein und mit diesem Mann irgendwie näher verwandt zu sein, also mit Theodor Hespers. Und das ist ja auch logisch, ne, wenn man diese Verhältnisse nochmal anguckt. Aber damit war die Geschichte noch nicht zu Ende. Der sagte nämlich noch weiter, und ich habe heute Abend eine Sendung geplant, Erinnerung als Erbe, und da wollte ich über deinen Großvater sprechen. Möchtest du nicht mitmachen? ja, kann ich gerne tun. Gleichzeitig dachte ich so, boah, ey, was hast du eigentlich von dem behalten, was dein Vater dir so erzählt hat? Sehr unangenehm. Und wir standen dann noch so ein bisschen, haben uns unterhalten. Ich kam im Endeffekt 30 Minuten zu spät an meinem Arbeitsplatz an, habe mich dann da hingesetzt, habe versucht, erstmal meinen ganzen Kram abzuarbeiten. Und zwischendurch kam dann Matthias immer und sagte so, ich wollte nur sagen, ne, nur damit du ganz sicher bist und so, wenn das zu persönlich wird, wenn dir das zu privat wird, ja, dann können wir das an jeder Stelle abbrechen. Also du musst nicht alles erzählen und so. Und ich saß da und dachte so, ja, meine Güte, mein Vater hat schon sehr viel von dieser Geschichte aufgeschrieben. Wie privat kann das werden? Ja? Und dann muss man auch sagen, gut, jetzt war mein Großvater Widerstandskämpfer. Es gab jetzt nicht allzu viele davon, aber es sind natürlich sehr viele Menschen verfolgt worden und so. Und das weiß man, hat man in der Schule gelernt, wie besonders kann sowas sein. Wenn der ein großer Typ gewesen wäre, dann müsste man den ja kennen. Die Weiße Rose kennt man ja auch. Ja? So, also da müsste ja irgendwer was über den gemacht haben, hat aber niemand. Deswegen habe ich dem nicht so ultra viel Bedeutung beigemessen. Ich habe dann aber doch ein bisschen recherchiert, weil ich dachte so, boah, wenn er jetzt wirklich konkrete Fragen stellt, dann wird's vielleicht, fängst du an zu schwimmen, das ist nicht so cool. Also habe ich einen Wikipedia-Artikel aufgerufen, den gibt es nämlich über meinen Großvater, und habe nochmal kurz so die Daten und Rahmenbedingungen abgecheckt. Und ich muss aber zu meiner Verteidigung sagen, das habe ich schon mal gemacht. Ich habe diesen Wikipedia-Artikel schon mal gelesen, viele, viele Jahre davor, nämlich als ich ein Diplomarbeitsthema gesucht habe. Und dann landet man irgendwie auf komischen Seiten und ich landete eben auf diesem Wikipedia-Artikel von meinem Großvater und habe da ein Referat gefunden und in dem Referat waren Briefe von meinem Großvater abgedruckt aus der Haft hier in Berlin und diese Briefe haben mich so schockiert und traumatisiert durch den Inhalt, der da drin stand, dass ich doch lieber Diplomarbeit geschrieben habe. Das heißt, es ist wirklich harter Stoff gewesen. Ich habe dann Abstand davon genommen. So. Es ist also Abend und Matthias kommt wieder und sagt, ne, also denk dran, wenn das zu persönlich und privat wird, dann können wir das abbrechen und so. Und ich denke mir die ganze Zeit, naja, was macht er da für einen Aufstand drum? So schlimm wird es schon nicht werden, was kann da passieren? Wir sind keine 2 Minuten in der Sendung. Matthias von Hellfeld stellt meinen Großvater vor und sagt, Theodor Hespers, ich habe über die Jugendbewegung in Deutschland promoviert und bin dabei auf einen Autor gestoßen. Theodor Hespers hieß der. Und das, was er geschrieben hat und was er nach Deutschland gebracht hat, wurde in der Jugendbewegung von den Jugendlichen in Deutschland stark rezipiert und die Zeitschrift war verboten. Und wer damit erwischt worden ist, konnte dafür bestraft werden, wurde auch deswegen verhaftet. Also die durfte man nicht mal bei sich führen. Ja, selbst wer die bei sich hatte, hat sich in Gefahr begeben. Das heißt, das war wirklich harter Stoff, den er damit hatte. Und ich sitze da und gucke so in die Runde
Und in dem Moment, als er mir das sagt und ich in diese Runde gucke, aus lauter Journalisten, fällt mir auf, wir können da sitzen und freisprechen, auch über so ein Thema freisprechen, weil es Menschen gab wie mein Großvater, die daran geglaubt haben, dass es Freiheit und Frieden geben kann und die dafür gekämpft haben und die dafür publiziert haben und die für dieses Engagement sozusagen hingerichtet worden sind, die in einer Zeit gelebt haben, in der das nicht möglich war. Und weil mir das da bewusst geworden ist, bricht mir, und das kann man hören in der Sendung noch, bricht mir an der Stelle die Stimme. Weil das erste Mal ist, dass ich feststelle, diese Geschichte hat weit mehr mit dir zu tun, als du dachtest. Plus, das ist viel mehr als eine Familiengeschichte. Das ist eine ziemlich große Geschichte sogar. Und was daran Realsatire ist oder tatsächlich mittlerweile auch ein bisschen pervers ist, wir profitieren davon heute. Ja? Wir haben die Freiheit, wenn ich hier rausgehe und ich erzähle so eine Geschichte, werde ich draußen nicht verhaftet. Ja, das war für meinen Großvater eine ganz andere Nummer. Diese Meinungsfreiheit, die mein Großvater erstritten hat mit vielen anderen Leuten, wird heute von Rechtspopulisten genutzt, um auch ihre Meinung zu sagen, in Talkshows. Ja? Um Symbole des Widerstands um Symbole des Widerstands zu verkehren, zu missbrauchen. Ja, wenn man das sieht mit der weißen Rose, das ist alles von der Meinungsfreiheit gedeckt, das ist nicht strafbar. Das ist unanständig, das ist moralisch verwerflich, aber strafbar ist das nicht. Und mir hat das einfach nur gesagt, wir müssen wirklich aufpassen, wir müssen richtig viel tun, um diese Freiheit, dieses hohe Gut an Freiheit, was wir haben, zu erhalten, damit es nicht wieder dazu kommt, dass wir eben nicht frei denken und sprechen dürfen. Und ehrlich gesagt, wollte ich auch noch sagen, dass es mir die Welt bedeutet, das hier in Berlin erzählen zu können. An dem Ort, an dem mein Großvater... vor etwas mehr als 75 Jahren von den Nazis ermordet worden ist. Dankeschön. Nora Hespers.